Moin Leute, da sind wir wieder mit LS19 und zwar sind wir heute hier auf der nordfriesischen Marsch mit der Lane und mit dem Philipp. Ja, hallo! 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 Wieder zu Hause! Ja, genau. Wir machen da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich war, glaube ich, auf Feld 2, glaube ich. Mein Korn da oder was ich da hatte, fertig machen. Oder Weizen. Ja. Oder Gerste oder was das war. Gerste ist das, glaube ich, Gerste. Und der Phil wollte, glaube ich, seinen Hof einrichten irgendwie. Richtig. Und die Lane hat schon ein Feld bearbeitet. Fast fertig. Fast fertig. Abgearbeitet. Abgeerntet. Ja. Gut. Naja. So, dann wollen wir mal loslegen. Auf geht's. Sonst wird's wieder dunkel. Richtig. Ja, es ist erst 11 Uhr, ne? So, dann werde ich einfach meinen Wagen hier wegbringen. Nicht, dass ich nachher ein paar Böllen drin habe. Einmal in die Garage fahren, rückwärts. Und hinten wieder am besten raus gleich. So. Tor zu. Er versteckt sich da hinter der Halle. Was? Hier versteckt sich keiner. Hinter Busch, jetzt haut er ab. Ach. Ich bin das, ja. Ich hatte meinen Trecker hier abgestellt gehabt. Bruno, hier war das doch, dass wir hier diese das Futter und so in so eine Dinger reinmachen konnten, ne? Hä? In so eine Häuser. In so eine. Wo man die Kartoffeln reinmachen konnte. Nee, das ist die andere Map. Ach, das ist noch die andere. Oh Gott. Aber hier kommt gleich ein großes Silo auf dem Hof. Und da können wir das dann alles reinmachen. Das ist ein Multilager. Mal gut, dass du mich daran erinnerst. Das werden wir mal gleich hier hinzaubern. Ja, da haben wir schon. Multilager Silo. Das nehmen wir mal. Und platzieren das neben den anderen, was wir schon stehen haben. Aber hier kann. Wir können die anderen Sachen nämlich auch mit rein. Weil die Rüben sind jetzt fertig. Weil hier kann man. Hätte ich das da schon. Hier kann man nämlich, glaube ich, auch die Rüben auch mit reinmachen und die Kartoffeln. Soweit. Ich will jetzt nicht verkehrt sagen, aber ich glaube, ja. Jetzt muss ich immer gucken, ob das so hinhaut. Dann mache ich eben hier noch ein Ding hier voll, was hier auf der Koppel steht hier. Weil wir müssen ja hier auch noch rein und raus fahren. Hier ist vergrünet anzeichnet, als ob das noch eine Ladestelle ist. Sind wir auch weit weg vom Stall, von der Halle. Ich würde sagen, ja. Gut, dann werden wir es mal platzieren. Zack. Jo, haben wir gemerkt. Hat die ruckelt? Ja. Oh, war ja. So, oh ja, das haut gut hin. Das ist super. Ist es das hier? Ja. Was, wie soll ich denn da drin abladen? Da fährst du daneben. Ja, muss ich von der anderen Seite. Ich hab doch ein Abladerohr. Ah, hast du keinen Hänger? Nee. Hier gibt's keinen Hänger? Ah, das wird ja wohl nicht. Oder du fährst seitlich ran. Das wird wohl nichts. Du musst ja hier hin. Hier, wo die Rampe ist. Ja, das sehe ich. Das andere ist hier zum Entladen.
Ein B-LAN wieder. Ein B-LAN. Das funktioniert nicht. Tja. Das kannst du knicken. Da musst du dir einen Hänger holen. Das ist nichts für große Maschinen. Und einen Trecker haben wir alles hier. Große, kleine Hänger. Da hat derjenige nicht nachgedacht, der das entworfen hat. Nee. Man fährt ja auch mit dem Ding hier nicht ran. Was denn? Das ist ein Feldernter. Ja, das ist mir doch egal. Auf der anderen Map mache ich das genauso. Da fahre ich sogar mit dem mit Mähdrescher ran und entlade direkt. Ich habe keinen Hänger. Hier stehen überall Hänger. Ja, die stehen nicht draußen. Ich habe keinen Trecker. Stehen dann drüben in der Halle. Und hier muss man, glaube ich, einen Schalter. Zumindest war das bei der anderen so. Dass man da einen Schalter anmachen muss irgendwo. Ist hier der Schalter? Ist der Schalter hier auch noch? Oder ist er jetzt geändert worden? Schalter. Sind wir hier bei Minecraft? Nee, anscheinend. Scheint so, dass sie es geändert haben. Okay. So, was? Da kommt er schon um eine Ecke. Ups. Falsche Richtung. Da wollte ich hin. Komm gar nicht zu dem, was ich machen wollte. Nicht so schlimm. Sind denn die Container voll? Der eine ist voll, der andere nicht. Aha. Die Container hat man ja vorher schon gehabt, bevor wir das Silo drauf hatten. Deswegen habe ich das erst noch in die Container reingemacht. So, ich bin ja nur mal gespannt, ob das da reingeht, wenn du darauf fährst. So, hat geklappt. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Sollen wir dann natürlich eine Stelle suchen, wo sie mich nicht umkacheln kann hier? Geht? Ja. Zeig da rüben an. Ja, ja. Darüber angezeigt. Naja, dann ist ja gut. Dann könnten wir ja die anderthalb Container wieder wegmachen. Weil hier hinter habe ich auch schon alles voll mit Container. Mit Rüben. Habe ich schon zwei stehen, die könnten wir lassen. Und die anderen beiden könnten wir leer machen und wieder verkaufen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Mhm. Jetzt auf dem Feld stehen. Gut. So, jetzt muss ich aber erst leer machen. Ja, ja, erst leer machen. Jetzt muss ich aber zu meiner Arbeit erstmal gucken. Wenn du noch irgendwas brauchst, Phil, du hast ja Zugriff hier auf die Maschinen und so. Ja.
mir gerade einen schönen Boden unter meine Halle gelegt. Mal gucken. Da sind jetzt auch andere Sachen noch mit bei, ne? Muss man gucken. Ja. Bin schon durchgegangen alle, aber... Mal gucken. Wo gehört denn der, die Erntemaschine eigentlich hin? Wenn wir damit fertig sind mit dem Feld, kann die verkauft werden. Brauchen wir nicht mehr. Die Zuckerrübe? Ja. Brauchen wir nicht mehr? Nee, brauchen wir erstmal nicht. Haben wir erstmal hier noch Rüben. Naja. Na meint. Ja. Danach kann Kartoffel da drauf. Oh ne. Hier die Schweinchen. Nee, wir auf sind dem ja, Riesenfeld. Wir sind ja hier im Tierfarmprojekt. In diesem Ries, auf diesem Riesending. Ja, gut. Ne? Reicht ja dann erstmal, wenn wir das einmal abgeerntet haben und dann rein im Silo. Ja. Dann reicht das erstmal. So. So, ist verkauft. Welch ist sie? Die Sachen für die Kartoffeln stehen, glaube ich, auch schon in der Halle. Muss mal gucken. Ja, ob das da noch was die fehlt. Erntemaschine habe ich schon gesehen, aber erstmal will ich das eine Feld noch fertig machen da. Ach so, da ja. Da ist noch Raps. Hm, okay. Gut, das läuft hier. Läuft von alleine. Gut, dann kann ich nochmal wieder rüber. Das Raps mache ich dann auch da rein. Ja, in den großen Silo jetzt kommt erstmal alles rein. Dann kann ich ja hier die Container holen. Und die dann wegbringen. Verhökern. Ja. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann können wir nochmal offline vielleicht nochmal das alte Silo leer machen hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das kommt jetzt alles an den neuen Silo rein. Oder auch nicht. Mal gucken. Ja, das machen wir weg und stellen dafür Kalk, Dünger und sowas alles hin. Und Saatgut. So machen wir das. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe den Hänger drin. Wo ich den Aufleger denn hingestellt habe. Juhu! Ah, hier. Hier haben wir ihn. Ja, gut. Ja, drinne ist drinne, oder wie? Ist doch wurscht. Ja. Genau. Steht. Dann machen wir das hier weg, den Silo hier. Machen den leer und stellen dafür da die Dünger hin und Saatgut und Kalk. Wo ist denn der Mähdrescher hierfür? Wo ist der denn abgeblieben? Weiß ich nicht. Die steht auf der anderen Seite, auf der Lane, auf der anderen Seite. Ist vielleicht so groß, dass du den nicht sehen kannst, das Feld. Ja, der steht hier. Der steht hier, ready. So, aufklappen. Ich meine, der auch vom. Ach, da steht da vom Rapsfeld. Alles klar, hab ihn gefunden. Hä?
Ja, ich habe ihn gefunden, ich sehe ihn. Gut. Da hüpft eine Ameise rum. Ich bin keine Ameise. Ameise? Von Weitem sahst du aus wie so eine Ameise. Danke. Bitte. So. Aufladen. Zack. So, was könnte ich denn jetzt machen? Anfangen zu arbeiten. Ja gut. Das ist wohl wahr. Aber wo? Entweder hier bei uns mit oder dir selbst nochmal ein Feld kaufen oder Aufträge machen. Guck mal gerade was hier. Hier ist ein Feld mit. Na komm schon. Ist da drauf. Du hast dir Geld verdienst. Ja, hier ist Sonnenblumen und da sind erstmal. Das sind Wachstum. Okay. Die sind leider noch nicht reif. Was ist denn reif? Was ist denn da drauf? 8 Mai. Das geht schon mal super. Mit dem neuen Multilager. Was kostet das denn? Vier. Oh Gott. Okay. Feld 8 kostet 436.000 oder so. 438.600. Okay. So, dann fahren wir eben einmal weg. Bringen zum Verkaufen. Kostet nur ein Drescher. Wir haben auch noch Drescher hier stehen, wenn du den benutzen möchtest. Das wäre vielleicht eine. In der großen Halle musst du gucken. Ja, ansonsten musst du was dir besorgen. Ja gut. Könnt ihr natürlich auch mieten. Doch. Aber du kannst ja erstmal gucken bei uns in der Halle, was da steht. Ja. Hoftank an der. Achso, zum Verkaufen muss ich ja hier rein. Da. Verkaufsstelle ist ja hier drinnen. Ich bin im Kreis gelaufen, oh Mann. Eine Ehrenrunde gedreht. Ja. Switch einfach mal ein bisschen rum. So, nein. So. Da war ich doch gerade, da war doch gerade einer. Nee. Wo ist der Haken? Ah, oh, super, der hat sogar einen nice Pflücker drauf. Cool. Ja, ist doch mein Stücker. Ja. Dann kaufe ich mir jetzt. Nee, so ladet der auf. Feld Nummer 8. Was ist denn jetzt los? Abkoppeln. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo ist das Abladen? Das Abladen ist weg. Ich hab's nicht gegessen. Ich auch nicht. Abkippen, hupen, aufladen. Na sowas. Abkoppeln. Das ist der Hänger. So tue ich ihn wieder aufladen. Oh Gott, nein. Jetzt hat er den ganzen Hänger abgekoppelt.
Verstehe ich jetzt nicht, Jens. Ja, liebe Leute, Zeit ist um. Ich gucke erstmal schnell mal noch nach, was da los ist mit dem Container hier. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sagen Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao.